den Spekulationen ein Ende setzen. Ich mache es kurz und schmerzlos. Ja, es stimmt, Bibi und ich haben uns getrennt. Bibi hat sich getrennt und ja. Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Einfach Wissen. Ja, die Gerüchte haben in den letzten paar Stunden ja ordentlich hochgekocht und sogar in den letzten paar Tagen war es immer wieder in den Medien. Sind Julienko, also Julian Klaassen und Bianca Klaassen alias Bibis Beauty Palace getrennt. Und jetzt gibt es das eindeutige Zeichen, denn Julienko hat auf seinem Instagram-Kanal eine Botschaft hinterlassen. Wir haben ja eben schon mal ganz kurz reinhören können und hier jetzt nochmal die ganze Nachricht. So Leute, ich melde mich zurück und würde sehr gerne den Spekulationen ein Ende setzen. Ich mache es kurz und schmerzlos. Ja, es stimmt, Bibi und ich haben uns getrennt. Bibi hat sich getrennt und ja, viel mehr kann ich und will ich gerade zum aktuellen Zeitpunkt darüber gar nicht sagen. Die Kinder stehen auf Stelle Nummer 1, auf Priorität 1. Das ist keine Frage. Wir müssen einfach schauen, wie das jetzt weitergeht. Und ich wollte mich an dieser Stelle auch ganz, ganz herzlich bei euch bedanken für eure lieben, aufbauenden Worte. Ja, das ist sehr schön, dass so viele Menschen einem so liebe Nachrichten schreiben. Und hat mich sehr gefreut. Ich weiß nicht, wie das jetzt weitergeht, wann ich poste, was mache, aber ich denke, das versteht ihr, dass ich da jetzt gerade nicht so den Kopf für habe. Alles klar, vielleicht bis ganz bald. Ja, also wir hören es. Die beiden sind ab sofort getrennt. Bibi hat sich also anscheinend von Julian getrennt. Er ist ja 29 Jahre alt. Beide haben zusammen zwei Kinder. Er sagt es ja, die beiden stehen an erster Stelle. Ja, die beiden waren sehr, sehr lange zusammen, jetzt auch schon seit 2018 verheiratet und, glaube ich, das ja, größte Pärchen im deutschen Influencer- oder Internet-Himmel, also schon ganz lange mit dabei. Sie haben hauptsächlich so Lifestyle-Comedy-Videos gemacht auf YouTube und ja, für viele zerstört das gerade das Bild an die wahre Liebe, denn in den letzten Tagen, da hörte man auch einige andere, die gesagt haben, nee, also wenn sich Bibi und Julian trennen, also das kann ich mir nicht vorstellen, eher heiraten die noch ein zweites Mal, da habe ich irgendwie so einen Spruch im Kopf und jetzt ist es tatsächlich Wahrheit geworden. Wir werden gucken, was sich da in den nächsten paar Tagen so entwickelt, aber ich glaube, bis jetzt ist ja der Umgang und so wie Julian das eben geäußert hat, glaube ich, sehr, sehr erwachsen und ja, wir werden gespannt sein, wie es noch so weitergeht und was man darüber noch so erfahren wird. Ja, schreibt mal eure Meinung dazu in die Kommentare. Was sagt ihr zu der ganzen Sache? Habt ihr es geahnt? In den letzten paar Tagen gab es ja, wie gesagt, viele Gerüchte schon zu diesem Thema. Schreibt das gerne mal unten rein und ansonsten sagen wir bis zur nächsten Folge und ciao.